Herr Senkbiel, was waren die Beweggründe für Ihr Cloud-Engagement? Für uns war es eigentlich gar nie eine Frage, dass wir in die Public Cloud oder ein Cloud-Engagement machen. Wir sind in erster Linie Softwarehersteller, ein Beratungshaus, wir machen Plattformen für Trainings, sind Training-Anbieter und bieten Digital Content an. Wir sind kein Cloud-Provider, ja, wir wollen auch keiner werden und wir sind kein Infrastrukturhersteller, wir sind auch kein Infrastrukturprovider. Das heißt, unsere Kernkompetenz ist Software, Training und Consulting und auf das wollen wir uns fokussieren, das wollen wir anbieten. Und da gibt es nur die Cloud als Alternative dazu. Was waren denn bisher die größten Hürden auf Ihrem Weg in die Cloud? Die größten Hürden sind nach wie vor leider immer noch der Datenschutz. Ja, dass wir extrem vorsichtig sein müssen, welche Daten dürfen wir wohin legen, weil wir natürlich auch teilweise personenbezogene Daten verarbeiten und die dürfen sie nicht quer in die Cloud verstreuen. Ja, das ist das eine Thema. Und das andere Thema sind natürlich bestehende Verträge haben mit Kunden, wo wir uns vor vielen Jahren schon dazu verpflichtet haben, die Daten entsprechend in gesicherten Rechenzentren in Deutschland vorzuhalten. Und darum müssen wir uns natürlich auch kümmern. Und das sind die beiden Hindernisfaktoren. Die Technologie und die Cloud sind nicht die Faktoren. Was machen Sie mit Ihren bestehenden Altanwendungen, die berüchtigte Legacy-IT? Wie gehen Sie damit um? Das ist natürlich eine Herausforderung für sich, ganz sicher. Aber dadurch, dass wir für uns vorgenommen haben als Vision, wir wollen eine Cloud-Only-Company sein, ja, sowohl produktmäßig als auch intern, sind wir dabei, auch Legacy-Systeme umzubauen, ja, und die zu cloudifizieren, dort zu investieren und sie cloudfähig zu machen, dann ebenfalls in die Cloud zu schieben. Genauso machen wir es mit Business-Applications wie ERP-Systemen etc., wo wir schon Tests gefahren haben, die auch in der Cloud zu betreiben.